Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen die Präzession, also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Mieloria, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop. Das Bild, was du gerade siehst, symbolisiert dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. Da ändert sich nichts. Und das heißt, so war die Sternenhimmel über dir in dem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Und das ist wie ein Momentaufnahme. Es ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Das ist die Landkarte deiner Seelenreise, weil das hat deine Seele ausgesucht. Die Lebensbereiche, wo du Energie hast, das sind die wichtigsten Lebensbereiche in deinem Schicksalsweg. Das ist deine Persönlichkeit, deine Werte, bewusst zu sein und Finanzen, dein Zuhause, dann die Partnerschaft, Reisen und Spiritualität und die Geheimnisse des Lebens. Dieses Bild bleibt so stehen, was aber nicht stehen bleibt, das bist du. Du machst Lebensschritte in 7 Jahren Perioden. Alle 7 Jahren bewegst du dich in anderen Boden. Andere Themen sind wichtig, du hast andere Begegnungen, andere Eindrücke. Du bewegst dich zur Zeit in Tierkreiszeichen Wassermann. Und das heißt, du brauchst gerade einen gewissen Freiraum. Du möchtest deine Ideen verwirklichen. Du hast außergewöhnliche Ereignisse zurzeit oder Begegnungen und jetzt verstehst du deine Einzigartigkeit. Kommst zum einen anderen Bewusstsein und das befreit dich, gibt dir den Luft zum Atmen. Bis etwa 3 Jahren bist du noch in dieser Periode, dann nach 3 Jahren übergehst in Fischenperiode. Nicht nur du bewegst dich in dein Leben, sondern auch Sonne, Mond und die Planeten. Planeten bedeuten auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Bei Sonnenbewegung muss ich das genau beschreiben, weil grundgenommen macht die Bewegung nicht die Sonne, sondern macht die Bewegung unseren Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung aus der Erde aus gesehen, scheint es so zu sein, wenn die Bewegung die Sonne machen würde. Der letzte Planet in unserem Sonnensystem ist Pluto. Und Pluto zeigt deine inneren Kraft und deine Konzentration, dass du auf dem Wesentlichen konzentrieren sollst. Und Pluto bewegt sich im Schütze ganzes Jahr und das wirkt auf deine berufliche Situation oder auf deine Gesundheit. Neptun lässt deine Träume leben. Neptun befindet sich im Wassermann. Und da musst du kreativ sein, deine Ideen verwirklichen. Und in dieser Transformation befindest du dich ganzes Jahr.
Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, sorgt für unerwartete Ereignisse, ungewöhnlichen Begegnungen, Lebensumstände. Uranus ist im Widder und hier hast du karmischen Themen. Deine Seele sucht die Richtung und das bedeutet deine Berufung leben. Und da hast du gerade diese Umbrüche. Saturn beeinflusst die Schicksal und sorgt dafür, dass hier Struktur kommt. Natürlich prüft uns auch, belehrt uns auch. Saturn ist auch der große Lehrmeister. Saturn befindet sich im Schütze und das heißt, möchte deine berufliche Situation in Form bringen. Wenn dir das jetzt nicht gelingt, das Verwirklichen, dann kommen Krankheitssymptome. Jupiter befindet sich auch im Schütze und gibt dir die Chancen und Möglichkeiten, beruflich dich zu verändern. Mars zeigt deine Kraft. Wo sollst du deine Kraft einsetzen? Oder Mars kann auch ein Mann bedeuten. Wo hast du Begegnung mit einer männlichen Person? Das muss nicht ein Partner sein, das kann Verwandte sein oder Freunde oder ein Handwerker, wie auch immer. Mars bewegt sich hier im Stier. Das heißt, du setzt dich durch bei Bekanntenkreis, Freundeskreis. Bedeutet auch in diesem Lebensbereich, dass du Hoffnungen hast, Wünsche hast. Und da lenkst du deine Aufmerksamkeit, Energie, damit etwas in Bewegung kommt. Das ist auch Mars-Energie. Oder du hast Begegnung im Bekanntenkreis, Freundeskreis mit einer männlichen Person. Venus ist die Liebesplanet. Venus ist im Wassermann. In diesem achten Lebensbereich ist auch die Sexualität, weil Pluto-Energie steht auch mit Sexualität in Verbindung. Also das kann ein Thema sein. Oder du als Frau befindest du dich gerade in einer Wandlung, weil etwas verändert sich bei dir innerlich oder äußerlich. Merkur ist rückläufig. Merkur bewegt sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Bei Merkur ist es möglich, Verträge unterschreiben oder Terminen ausmachen. Und hier im achten Lebensbereich kann das Themen sein wie Erbschaft oder Gericht oder Ämtlichen wie Bank oder Versicherung oder Finanzamt, besonders dann, wenn das mit Finanzen zusammenhängt. Sonne ist in Tierkreiszeichen Fischen und zeigt die Monatsthema. Das ist eine Reise oder eine innere Reise, Spiritualität. 11. April wird Jupiter rückläufig. Eine Rückläufigkeit bedeutet, dass wir etwas noch untersuchen sollen. Oder kommen Themen von Vergangenheit. Oder das bremst alles, die Vorwärtsbewegung. Weil das hat auch einen Sinn, etwas sollen wir noch anschauen. Oder brauchen wir noch Zeit? Oder ist noch nicht der richtige Zeitpunkt? Und das erlebst du hier im Beruf, was deine Chancen, Möglichkeiten betrifft. Kann natürlich auch auslösen, dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit und vermittelt dir etwas. Und genau das bringt dir Glück. 25. April wird Pluto rückläufig. Und diese Rückläufigkeit von Pluto hier wieder im beruflichen Umfeld heißt loslassen, trennen, kündigen. All das, was dich bremst im beruflichen, davon verabschieden. Kann auch Gefühlen bedeuten wie Angst. Angst vor einer beruflichen Veränderung. 30. April wird Saturn rückläufig. Hier kommen wieder
alten Themen oder noch etwas überprüfen oder kommen karmische Erinnerungen und das wirkt hier im Schütze in deinem beruflichen Umfeld gerade. 5. April ist Neumond in Fischen. Hier, wo um Reisen geht oder Spiritualität geht, ein Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. Also sollst nachdenklich sein, wo ist deine Spiritualität, wohin geht die Reise. Natürlich kann das auch Nachdenklichkeit sein, wo möchtest du die Urlaub machen. 12. April ist Halbmond in Zwillingen. Halbmond erzeugt Spannung und Nervosität. Und hier in Zwillingen bedeutet, das kann auch von außen kommen, dass du dich zurückziehen sollst, die Ruhe bewahren sollst. 19. April ist Vollmond im Waage. Ein Vollmond beleuchtet etwas, dann haben wir Erkenntnisse oder da sollen wir klar und deutlich etwas sehen. Und das ist deine Herkunft oder deine Wohnsituation. 26. April ist Halbmond im Steinbock. Das ist wieder eine gewisse Spannung in die Liebe, Partnerschaft oder du zweifelst an etwas. Mai 2019. Mars bleibt im Stier. Jupiter ist rückläufig und kehrt zurück zum Skorpion. Und da ist wichtig, dein inneren Kind pflegen, mit deinen Größen bewusst zu sein, deine schöpferische Kraft leben. Oder hast du Glück mit Kindern? Merkur und Venus ist in Tierkreiszeichen Fischen. Und das kann bedeuten Kontakte mit einer Frau im Ausland oder ein Bildung, Spiritualität, Kunst, Kreativität oder Kontakt mit jemand im Ausland. Sonne zeigt die Monatsthema und das ist wieder, und das ist wichtig, dass du Ansehen und Respekt bekommst oder Sonne beleuchtet etwas, wo deine Berufung ist. 4. Mai ist Neumond im Widder, nachdenklich zu sein, wo liegt deine Berufung, wie erreichst du deine Ziele, wie bekommst du Respekt. 12. Mai ist Halbmond im Krebs, eine gewisse Unsicherheit. 18. Mai ist Vollmond im Waage, wieder beleuchtet deine Wohnsituation. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock, Unsicherheit, eine gewisse Spannung in die Liebe, Partnerschaft. Juni. Sonne und Merkur ist im Stier. Monatsthema ist deine Wünsche, deine Sehnsüchte ernst nehmen als Ziel setzen oder Freundschaften. Hier handelt es sich auch mit einer Gruppe von Menschen, die gleichgesinnt sind, wie zum Beispiel ein Verein. Und mit dieser Merkur-Energie handelt es sich um Gespräche oder dass du einen Vertrag unterschreibst in einen Verein, wie zum Beispiel ein Sportverein. Sowas kann das auch auslösen. Mars ist im Zwillingen und das bedeutet, du fühlst dich
zurzeit dann kraftlos, müde und brauchst einen gewissen Rückzug, Erholung, in Ruhe liegt die Kraft, kann auch bedeuten, dass du geheime Feinde hast und du wirst dich durchsetzen oder dass eine männliche Person seine Geheimnisse erzählt oder hast was Geheimnisvolles mit diesem Mann, kann auch auslösen. Und Venus befindet sich im Tierkreiszeichen wieder. Und das zeigt im beruflichen Umfeld deine Kreativität oder dass du Kontakt hast mit einer weiblichen Person. 22. Juni wird Neptun rückläufig und da kommen schon die Erinnerungen. Deine Träume, oft auch Kindheitsträume, wie kannst du das verwirklichen? Dann ist noch etwas sehr Wichtiges. Ganzes Jahr und auch nächstes Jahr noch ist Ketu in Schütze. Und Ketu ist dieser Drachenkörper, was die Vergangenheit, alten karmischen Themen aktiviert bei dir im beruflichen Umfeld. Und der Drachenkopf, das, was die Seele zurzeit sucht, in die Richtung, das ist in Tierkreiszeichen Zwillinge. Rahu ist in Zwillinge. Das, was dich jetzt gerade, das ist deine Lebenserfahrungen, deine karmischen Erfahrungen und das bedeutet Arbeit und Gesundheit und der Drachenkopf hier, was du momentan brauchst zum Erkenntnisse gewinnen, die Geheimnisse oder die Ursache nach etwas oder in die Gründe, in die Tiefe schauen, das sind so wichtige Themen oder karmische Themen. Juni passiert etwas Wichtiges. Saturn ist der Planet, der Schicksal und Karma ist rückläufig, hat mit Vergangenheit etwas zu tun. Pluto ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit etwas zu tun und Ketu ist sowieso Vergangenheit, alten karmischen Themen. Hier haben wir karmische Themen und das hat mit unserer Vergangenheit was zu tun. Die bilden sich einen sogenannten Konjunktion, das heißt, sie wirken zusammen im Schütze. Und das löst bei dir hier etwas aus. Bereich ist Arbeit und Gesundheit. 3. Juni ist Neumond im Stier, nachdenklich zu sein, was sind deine Wünsche und Hoffnungen, wie erreichst du das auch, oder nachdenklich sein, in welchen Verein möchtest du gründen oder aktiv sein, oder nachdenklich sein, wer sind deine wahren Freunde, wen kannst du vertrauen, wen kannst du nicht vertrauen. 10. Juni ist Halbmond im Löwe. Und das heißt, Spannung, kein Geld ausgeben, nichts investieren, nichts unterschreiben, was mit Finanzen was zu tun hat. 17. Juni ist Vollmond im Skorpion. Hier beleuchtet, dieser Vollmond beleuchtet die Thema Kinder und das schöpferische Kraft. Da kommen Erkenntnisse oder siehst du etwas klar und deutlich. 25. Juni ist Halbmond im Fischen, eine gewisse Spannung im Reisen oder du hast das Gefühl, du musst jetzt die Prüfung des Lebens bestehen, eine gewisse Unsicherheit wie Prüfungsangst oder Unsicherheit, was sollst du, in welchem Weg sollst du gehen in spirituellen Richtung. Juli 2019. Sonne und Venus ist in Zwillingen. Und das kann folgende Themen auslösen. Du bist als Frau sehr geheimnisvoll. Oder
du hast das Gefühl, es ist besser zurückziehen. Kann auch bedeuten, dass du ein geheime Feinde hast und das ist eine weibliche Person und das kommt ins Licht. Mars und Merkur ist in Tierkreiszeichen Krebs. Und wenn das so ist, dass du hier ein geheime Feinde hast und du erfährst es, weil die Sonne beleuchtet das, kommt die Wahrheit ins Licht, dass du nicht davonläufst oder zurückziehst, was ein Krebs gerne macht, sondern holst die Mars-Energie, diese Kraft und Mut, und mit Merkur bedeutet, du sprichst es an, direkt. 8. Juli wird Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen und das bedeutet eine gewisse Rückzug, Nachdenklichkeit, Ruhe, Meditation. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau, Spannung mit Verwandten oder bei einer Ausbildung oder bei Informationen, Medien, Internet. 16. Juli ist Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis im Schütze. Bei Mondfinsternissen haben wir immer karmische Themen und das hast du im Beruflichen. 25. Juli ist Halbmond in Fischen. Hier in Spiritualität auf Reisen eine gewisse Unsicherheit, Orientierungslosigkeit. August 2019. Merkur ist in Zwillingen. Das kann auslösen, dass du Erkenntnisse hast und lernst du etwas. Und hier handelt es sich um das tiefe Geheimnisse des Lebens. Kann auch auslösen, dass jemand ihre oder seine Geheimnisse erzählt. Bedeutet auch, wenn du Geheimnisse hast, dann lieber schweigen. Kann auch bedeuten, dass deine geheime Feinde hinter deinem Rücken schwätzen über dich. Sonne, Mars und Venus ist im Krebs. Monatsthema ist dein Selbst, dein Selbstdarstellung. Und mit Mars und Venus Energie, das ist natürlich auch die Liebe, Partnerschaft. September 2019. Sonne, Mars, Venus, Merkur, alles ist im Löwe. Wichtige Monatsthema ist dein Selbstwertgefühl, dass du Respekt bekommst, Wertschätzung, aber auch die Finanzen. Außerdem, was möchtest du im Besitz nehmen? 19. September wird Saturn direktläufig. Und das hat eine Bedeutung, weil Saturn beeinflusst unserem Schicksal. Bis dahin ist rückläufig, haben wir das Gefühl, es geht nicht voran oder wir müssen etwas noch anschauen, überprüfen, kommt etwas noch von Vergangenheit zurück. Und ab 19. September ändert sich die Richtung und es geht alles voran. 6. September ist Halbmond in Skorpion. Eine gewisse Spannung mit Kindern kann auch bedeuten, dass du zu streng bist dir gegenüber und lässt es gar nicht zu, dieser Lebensfreude zum Leben. 14. September ist Vollmond in Wassermann. Das beleuchtet deine Wohnsituation. Was könntest du da verbessern, verändern? 22. September ist Halbmond im Stier, Spannung mit Freunden, aber kann auch bedeuten, dass du Wünsche hast und du zweifelst daran. 28. September ist Neumond im Löwe, nachdenklich sein um deine Finanzen. Oktober
Sonne Mars, Venus ist im Jungfrau. Und das bedeutet, Monatsthema ist Verwandten, Nachbarn, ein Austausch, Kommunikation, Schulungen, Wissen, vieles Neues entdecken in vertrauten Umgebung, Kontakte mit Männern, Frauen, aber kann auch bedeuten, dass du Konkurrenten hast oder musst du dich behaupten in die Liebe, Partnerschaft, jemand rivalisiert oder ist neidisch, ist auch möglich. Merkur ist in Skorpion und das bedeutet entweder Gespräche zum Kinder, bedeutet aber auch dieser Jugendliche. Merkur hat eine Verbindung zum Jugend. Das gibt dir die schöpferische Kraft, das Leben zu genießen, diese jugendliche Frische. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze, eine gewisse Spannung in die Arbeit oder du brauchst die inneren Gleichgewicht aus gesundheitlichen Gründen. 13. Oktober ist Vollmond im Fische, das bedeutet den Weg zum Reisen, auch zum inneren Reisen. 21. Oktober ist Halbmond in den Zwillingen, Spannung, Nervosität ist gut, wenn du zurückziehst, die Ruhe bewahrst. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau. Halte dich zurück von Verwandten, Nachbarn, sei eher im Rückzug. November. Sonne ist im Waage. Monatsthema ist entweder dein Zuhause oder du brauchst die Basis, die Fundament, weil du fängst etwas Neues an oder gründest etwas. Mars ist im Jungfrau und das heißt entweder Begegnung mit einem Mann oder du musst dich behaupten, dich durchsetzen gegen Konkurrenten. Merkur und Venus ist im Skorpion. Und das bedeutet, du lebst die Kreativität, wenn du in dieser jugendlichen Energie bist. Wenn du etwas Spielerisches betrachtest. Bei Venus-Energie handelt es sich auch um Liebe und es ist schon die Lebensfreude. Auch mal Flirt. Zwischen 1. und 20. November wird Merkur rückläufig. Ab 21. November ist Merkur wieder direktläufig. Ab 28. November wird Neptun direktläufig. Also das heißt, ändert sich die Richtung, geht alles voran und so kannst kreativ etwas gestalten und lebst deine Träume. 4. November ist Halbmond im Steinbock. Entweder hast du Spannung in die Partnerschaft oder du zweifelst an etwas. 12. November ist Vollmond im Widder. Das wird bedeutet die Richtung, wo du Anerkennung bekommst oder welche Ziele du hast oder was möchtest du beruflich erreichen. 19. November ist Halbmond im Krebs. Eine unsichere Auftreten oder du zweifelst an dir selbst. 26. November ist Neumond im Waage. Das ist gut, wenn du zu Hause bleibst, dieser Rückzug oder nachdenklich sein um deine Wohnsituation. Dezember. Mars und Merkur ist im Waage. Das kann bedeuten, dass Reparatur ist im Haus oder du unterschreibst einen Vertrag. Kann auch bedeuten, dass du kraftlos fühlst und
bleibst zu Hause und lernst etwas oder liest du etwas. Sonne ist im Skorpionmonat, Thema ist Kind, Kinder, inneren Kind, schöpferische Kraft, schöpferische Energie. Und Venus ist im Schütze. Das kann dir Glück bringen, gesundheitlich oder im Bereich Arbeit oder Kontakt zu einer Frau. Bedeutet auch Kreativität. 4. Dezember ist Halbmond in Wassermann. Da würde ich keinen Termin ausmachen im Gericht oder mit Ämtern. Das ist Spannung da. 12. Dezember ist Vollmond im Stier. Das bedeutet deine Wünsche, Hoffnungen. Da hast du die Klarheit, was möchtest du erreichen. Aber auch die Klarheit über deine Freunde. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe. Pass auch auf deine Finanzen. Das kann Geld verloren gehen oder wenn du etwas kaufst, dann bereust du das. Nichts unterschreiben, was mit Finanzen was zu tun hat. 26. Dezember ist Neumond im Schütze. Halte dich zurück in die Arbeit oder sei nachdenklich über deinen Gesundheitszustand oder über die Arbeit. Januar 2020. Mars ist im Tierkreiszeichen Skorpion. Und das bedeutet, dass du diese schöpferische Kraft verspürst und bist sehr kreativ und kannst mit diesem Kraft etwas gestalten oder genießt du die Zeit mit einer männlichen Person. Das ist Lebensfreude. Sonne, Merkur und Jupiter ist im Schütze. Jupiter bleibt ganzes Jahr im Schütze und bringt dir Glück, Chancen, Möglichkeiten beruflich. Sonne ist im Monatsthema und bei Merkur handelt es sich um Gespräche, Termine oder einen Arbeitsvertrag. Venus ist im Steinbock. Also die Liebesenergie ist hier in die Liebepartnerschaft. Februar 2020. Uranus ist noch im Widder, Mars ist noch in Skorpion, das ist das gleiche Thema als im Januar, Pluto und Jupiter ist im Schütze, Sonne ist im Steinbock. Monatsthema ist Partnerschaft. Und Venus, Merkur ist im Wassermann. Also Monatsthema ist Partnerschaft bei Merkur, Venus, Energie hier. Entweder lebst du deine Leidenschaft, die Liebe, die Sexualität oder kommt eine Wandlung, was deine Weiblichkeit betrifft, innerlich oder äußerlich. Merkur schenkt dir auch diese jugendliche Frische. Kann auch bedeuten, dass du Termine hast mit Ämtern. Und bei Merkur-Energie handelt es sich auch um Gespräche oder um Verträge, was Schriftliches. Und Venus heißt
hast du Glück oder kann auch bedeuten, dass du den Termin mit einer weiblichen Person hast. März 2020. Venus ist im Widder, dann kannst deine Kreativität leben beruflich oder Selbstständigkeit. Venus hat auch einen Bezug zum Selbstständigkeit. Oder hast du Kontakt zu einer weiblichen Person im beruflichen Umfeld oder bekommst du Anerkennung, Lob von einer Frau. Oder du bist als Frau wahrgenommen und stehst in Öffentlichkeit, im Licht, im Glanz. Jupiter und Mars ist im Schütze. Und das kann bedeuten, dass du dich durchsetzt beruflich oder hast du Kontakt im beruflichen Umfeld mit einer männlichen Person. Merkur ist in Wassermann, rückläufig, und das heißt hier Kontakte, Termine, Verträge. Sonne ist auch im Wassermann und das bedeutet für dich hier eine Wandlung, eine Art Selbstfindung, aber kann auch ämtliche Themen auch bedeuten. Pluto und Saturn befinden sich im Steinbock und sie bleiben lange hier im Steinbock. Pluto länger als Saturn. Und hier kommt deine Partnerschaft in Form. Du wirst von einiges auch loslassen. Kann auch eine Trennung sein oder von alles trennen, was im Weg steht, was das stört, auch Gefühlen wie Verlustangst, so etwas ist auch möglich. Also hier kommt etwas in Wandlung, das ist die Pluto-Energie und das ist auch wichtig, weil das ist jetzt sehr wesentlich, also konzentriere dann in die Richtung Partnerschaft und Saturn sorgt dafür, dass hier eine karmische Verbindung ist und sorgt dafür, dass deine Partnerschaft in Ordnung kommt. Sicherheit, Stabilität und Struktur. Liebe Mieloria, das war dieser Jahreshoroskop. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.